Hallo, ihr seid ja schon da. Ich habe euch ja gar nicht gesehen. Herzlich willkommen in Finchis Welt zu einem kleinen Special diesmal. Denn ich habe mir gedacht, dass ich das mit meiner PlayStation 4 ein bisschen mehr zelebrieren werde diesmal. Und euch so die ersten paar Tage damit so ein bisschen daran teilhaben lassen möchte. Ich habe es ja, ihr habt es im Unboxing schon gesehen, ich habe mir nämlich eine PlayStation 4 gekauft diese Tage und ich bin immer noch erkältet zum Kotzen. Und ich habe heute Morgen das Ding ausgepackt. Heute ist Montag und ich habe Spätschicht. Das heißt, es ist eigentlich die perfekte Woche. Ich muss mal hier ein bisschen mehr Licht machen, so BAMs, damit ihr mich besser sehen könnt. Jetzt sehe ich aber nichts mehr, scheiße. Naja, ich war auf jeden Fall gerade auf der Arbeit. Heute vor der Arbeit habe ich das Ding noch in Betrieb genommen, habe das Ganze eingerichtet, habe die Internetverbindung eingestellt, mein Profil geladen und so weiter und so fort und konnte aber nicht mehr groß spielen, weil wir dann Mittag gegessen haben und dann bin ich schon zur Arbeit gefahren. Und jetzt habe ich die ganze Zeit auf der Arbeit halt überlegt, oh Gott, was spielst du gleich als allererstes? Das Problem ist nur, ich habe ja nur zwei Spiele, unter anderem halt Infamous, Second Son und Plants vs. Zombies, Garden Warfare. Und bei Garden Warfare ist halt das Problem, dass man das halt nur online spielen, beziehungsweise nur im Multiplayer spielen kann. Und ich habe halt noch keinen PlayStation Plus und ich habe auch keine Kreditkarte. Das heißt, ich werde jetzt gleich, wenn ich zu Hause bin, erstmal gucken, dass ich die Autos, die mir gerade entgegenkommen, denke ich schon auch so, dass ich das halt irgendwie über Amazon mache, weil da kann man das ja auch kaufen. Und ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Weil sonst stehe ich halt doof da. Ne? Dann muss ich mir extra eine Kreditkarte zulegen, nur um online spielen zu können, was halt ein bisschen doof ist. Weil bisher hatte ich halt kein PlayStation Plus. Ich habe mir das die letzten Jahre irgendwie geschenkt, weil es sich halt nicht groß gelohnt hat für mich. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen gucken, weil es wird hier gerade... Ich muss mal die Lampe, die eine ist, wieder ausmachen. Ich fahre gerade durch ein Waldstück. Und hier kann es halt schon mal sein, dass hier so ein Reh über die Straße rennt oder so. Ich mache es mal ganz aus. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, das ist gerade ein bisschen doof gelaufen, weil es war tatsächlich ein Reh, was ich da gesehen habe. Und Polizei fuhr noch vor mir her. Und da habe ich die Kamera lieber mal ausgelassen. Man weiß ja nie so genau. Und Licht lasse ich jetzt gerade auch mal aus, weil ich gerade mitten durch die Stadt fahre bei uns. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir noch schnell was. Oh Gott, was ist denn da los? Ach, nee, so viel ist ja gar nicht los. Ich fahre nämlich auch schnell zu McDoof, auch wenn ihr mich jetzt nicht sehen könnt. Und werde mir da noch irgendwie was zu essen holen oder so. Mal gucken. Meine Güte, was ist denn hier los, ey? Na cool, jetzt stehe ich hier mitten auf der Kreuzung quasi. Ja, ich mache mal Licht an, dann tue ich mal so, als ob ich hier irgendwie krame und Geld suche und erzähle ein bisschen weiter. Vor mir kramt gerade einer im Kofferraum rum, auch lustig. Farbenpenis. Ja, kannst du gucken. So, ich fahre mal weiter vor. Ich muss jetzt bestellen, also jetzt habe ich doch nichts. Na egal, wir bestellen mal. Mal gucken, was nehme ich denn überhaupt? Meistens nehme ich ja so einfach nur zwei Cheeseburger oder sowas, für so schnell unterwegs zu essen. Willkommen beim Bestellbestellung. Hallo, ich hätte gerne zwei Cheeseburger. Zwei Cheeseburger, das war's? Das war's. Kannst du vorfahren, danke. Ja, für mehr hat mein Geld nicht gereicht, habe ich gerade gesehen. Es gibt einen neuen Salsa Beef und Salsa Chicken irgendwie. Die sind mit Jalapenos drauf, die sind ein bisschen scharf. Die sind eigentlich ganz cool. Naja, aber die kosten 1,60 Euro. Ich habe nur 3 Euro, deswegen haben wir halt mal zwei Cheeseburger genommen. So, mein Bestand, bitte. Oh, es geht weiter. Na, doch nicht. Hauptsache, da sitzen welche draußen. Bei 12 Grad. Alter, was ist denn los hier? Willkommen beim Bestellbestellbestellbestell. Hallo? Das hab ich noch nie erlebt. Montagsabend und jetzt voll die Hölle los, ey. Der Typ wollte gerade immer Bestellungen annehmen, aber das war einfach nur mein Heck vom Auto, was noch vor diesem Sensor stand. Und er hat bestimmt dreimal gefragt, wie auf Bestellung bitte. Na klar, dass der Holzkopf hinter mir jetzt auf den Zebrastreifen parkt. Zwei Cheese, zwei 800. Ist gut so. Dankeschön. Tschö. Tschüss. Da wollen wir mal sehen, ob das auch alles stimmt. Zwei Cheeseburger. Hoffentlich haben sie auf die Reihe bekommen. Alter, was war das für Chaos hier, ey? Ist ja kaum zu glauben. Ich mache wieder Licht an, damit wir mich wieder sehen können. So. Ja, wo war ich eben stehen geblieben?
PlayStation 4, ja, ich bin voll begeistert gerade. Ich habe es heute Morgen, wie gesagt, mal geschafft, das Ganze ein bisschen einzurichten mit dem Internet und der ganze Krempel. Ja, ich würde sagen, da kommt da jetzt einer oder nicht? Natürlich kommt da einer, mehrere. So, aber nun. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich zu Hause bin. Ich werde jetzt auf der Rückfahrt essen. Meine Frau hat mir eben geschrieben, dass sie schon im Bett ist. Das heißt, ich werde jetzt essen, damit ich gleich schnell mit den Hunden rausgehen kann, wenn ich zu Hause bin. Und sobald ich das erledigt habe, renne ich runter und starte die PlayStation 4 und naja, bis gleich. Ja, ich bin jetzt hier unten bei mir angekommen. Ich habe schon die PS4 hochgefahren, wie man hier sehen kann. Super cooles Teil. Ich weiß zwar noch nicht so genau, was alles bringen soll mit diesem Ding hier, aber ich habe mir sagen lassen, dass es zum Beispiel bei bestimmten Spielen die Lebensanzeige so ein bisschen anzeigen soll. Also wenn es rot wird, Gefahr und so. Ne? Ja, ich werde jetzt noch bei Amazon gucken, dass ich da mein PlayStation Plus Ding machen kann. Und dann habe ich ja, wie gesagt, das hier, ne? Was ich dann mal testen werde später. Und ich habe natürlich auch das hier. Und ich hoffe, dass das mit dem PlayStation Plus jetzt gleich klappt und dass ich dann mit dem MB noch so ein bisschen bei Garden Wolf herumballern kann. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an und ich berichte euch dann gleich oder morgen früh oder wann auch immer, was ich noch so getrieben habe. Ja, guten Morgen zusammen, beziehungsweise guten Mittag, Mahlzeit, was auch immer. Ich melde mich schon wieder aus dem Auto, weil ich es nicht geschafft habe, heute Morgen irgendwas zu Hause aufzunehmen oder gestern Abend noch. Gestern Abend war nicht ganz so erfolgreich, wie ich das mir gedacht habe. Zumindest was das PlayStation 4 Spielen angeht, nicht. Ich wollte eigentlich mit dem MB zusammen, jetzt muss ich schon wieder 75 Euro bezahlen oder 75 Cent, oder wie viel waren es, weil ich seinen Namen gesagt habe. Mit dem MB wollte ich eigentlich Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare spielen, aber ja, der, keine Ahnung, der war zwar irgendwie da, aber auch irgendwie nicht und hat Mario Kart gespielt und ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich es dann alleine kurz ausprobiert und es ist relativ schwer, muss ich sagen. Also ich habe da so dieses, die Mission am Anfang, wo man halt einfach nur seine Pflanzen da, seinen Garten verteidigen muss, habe ich probiert, ob die Zombie-Welt quasi ankommt, aber ich kam noch nicht so ganz irgendwie dahinter, wie das Ganze funktioniert und wie das System von dem Spiel ist. Und so, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Am besten dann mit jemandem zusammen irgendwie im Teamspeak oder Skype oder so. Dann wird das ja jemand so ein bisschen erklärt, weil ich finde, immer in so ein Spiel reinfinden ist immer halt relativ schwierig, vor allen Dingen halt alleine, ne? Da braucht man immer ein bisschen für. Naja, auf jeden Fall habe ich es halt so eine Dreiviertelstunde habe ich es gespielt und dann war ich in Skype mit dem Killer Dani und mit der Tami und die haben halt Mario Kart gespielt und habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf, spielst du eine Runde Mario Kart. Ja, was haben wir dann getan? Ich glaube, ich war 2:15 bin ich irgendwie erst nach oben gegangen. Ich habe mich ins Bett gelegt und heute Morgen halt ein bisschen länger geschlafen, weil Spätschicht und so, da geht das ja. Und jetzt habe ich hier einen Apfellaster vor mir. Was ist das denn? Okay. Auch nicht schlecht, ein Mini-Trecker. Ja, und hier überholen die Leute einfach eiskalt, wie sie wollen. Was ist denn da los? Der hat 100 Äpfel geladen. Ja, jetzt kann ich natürlich auch nicht hier vorbeifahren, weil da eine Kurve ist. Boah, ist das behindert. Alter, wie langsam fährst du? 10? Es kommt natürlich ein Auto, war klar. Mal sehen, ob ich jetzt hier vorbeikomme. Nein, natürlich nicht. Unfassbar, was der so durch die Gegend fährt. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt wieder zur Arbeit. Ich habe gerade 2 Folgen Breaking Bad geguckt. Wer hätte das gedacht? So während ich halt ein bisschen im Haushalt gemacht habe und gegessen habe und mich fertig gemacht habe und den Hund draußen war und so. Ja, das heißt, heute Morgen konnte ich es auch nicht spielen. Aber heute ist auch der 9.9. Und eigentlich müsste heute mein Pressemuster für Destiny noch ankommen. Das heißt, wenn das jetzt bis heute Abend da ist, werde ich auf jeden Fall da heute Abend mal reingucken. Und ja, was soll ich jetzt viel erzählen? Ich habe halt nicht viel geschafft gestern. War mir eigentlich fast klar. Ansonsten würde ich sagen, gucke ich nach der Arbeit nochmal rein und werde mich dann wieder melden. So, aber bisher finde ich das Gerät auf jeden Fall sehr cool, weil auch der Controller, der ist, ich habe ihn gestern ein bisschen verglichen mit dem Wii U Pro Controller.
das ist halt von der Größe sind die relativ gleich. Der Vivo Pro Controller ist ein bisschen... Ey, was gibt denn jetzt schon wieder so LKW-Trecker-Scheiße? Meine Güte. Naja, gut. Die müssen ja auch fahren, ne? Aber die fahren immer dann, wenn ich zur Arbeit muss. Egal. Ja, ich finde auf jeden Fall die Controller von der PS4 sehr cool, weil er halt auch ein bisschen größer ist wie die davor hergegangenen Generationen von Controllern. Ach, ihr wisst, was ich meine. Naja, ich werde jetzt gucken, dass ich den anderen Trecker jetzt auch noch überholt bekomme hier irgendwie. Und hoffe, dass ich heil auf der Arbeit ankomme heute. Was ist denn hier los? Unglaublich. Komm, jetzt kannst du doch überholen, du Fotzkopf. Aha. Das auch. Ich würde sagen, ich melde mich dann später wieder, wie es gelaufen ist heute Abend oder morgen früh oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Kaffee. Was macht ihr beim Schrank? Witzig, oder? Ja, es ist morgens, beziehungsweise mittlerweile haben wir, wie viel Uhr? 10:55 haben wir schon. Und ich habe gerade ein bisschen was hier im Haushalt gemacht, gestaubsaugt und bla bla bla. Wie ihr meine Stimme hört, ich bin immer noch krank zum Kotzen. Aber ich mache mir erstmal Kaffee. Und während ich das tue, erzähle ich euch so ein bisschen, was ich gestern Abend mit der PS4 gemacht habe. Denn Destiny war natürlich nicht da. Ich kam nach Hause und es war nichts da. Es war weder das Paket vom Bambi und vom Daniel da, worauf ich jetzt warte. Das müsste jetzt quasi heute kommen. Genauso wie mein Pressemuster von Destiny. Ich hoffe, ihr könnt mich doch verstehen, während meine Kaffeemaschine ein bisschen brodelt da unten. Und ich habe mit Infamous Second Son habe ich angefangen. Habe ein bisschen mehr als eine Stunde gespielt und bin ein bisschen durch die Stadt gelaufen nachher. Ich hatte nur das Problem halt bisher, beziehungsweise mit Infamous 1 und 2, oder halt nur 1, weil ich habe 2 nicht gespielt, ich habe nur 1 damals gespielt, habe kurz vor Ende habe ich aufgehört damit. Hatte den Grund, mir war einfach, die ganze Stadt war mir zu trostlos, zu grau, alles, das ging mir irgendwann einfach auf die Nüsse und deswegen habe ich das halt kurz vor Schluss dann abgebrochen und habe mir Teil 2 auch niemals zugelegt. Und was trinke ich hier überhaupt? Espresso, Latte Macchiato mit Haselnuss. Ja, und ich habe halt die Frau Zimmi gefragt, ob ich Teil 1 und 2 gespielt haben muss, um Second Son spielen zu können. Und die meinte, nein, das sind ja komplett neue Charaktere, deswegen geht das. Und ich habe angefangen und ich muss sagen, grafisch ist das hier natürlich der absolute Wahnsinn. 3 Zucker. Es ist quasi mein erstes richtiges Next-Gen-Spiel, denn jetzt Garden Warfare. Sieht auch super aus, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie so altbacken aussieht oder was, aber ist halt immer noch was ganz anderes wie so ein richtiges Next-Gen-Spiel wie Infamous Second Son halt zum Beispiel. Ja, mal sehen, ne? Das ist besser. Wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt gleich... Ich warte quasi auf die Post. Ich stehe hinter dem Fenster, weil normalerweise nimmt meine Oma unten immer die Pakete an, wenn ich ankomme. Weil ich ja auch schon mal arbeiten will. Jetzt bei Spätschicht natürlich nicht, da bin ich morgens hier. Aber die sitzt unten und hat ihre Haube für Lockenwickler auf dem Kopf und die hört das dann nicht. Deswegen stehe ich hinter dem Fenster und warte, bis die Post kommt. Mit, wie gesagt, dem Paket von Bambi und von Daniel. Was ich direkt unboxen werde, weil da sind, glaube ich, einige Sachen bei, die ich besser in den Kühlschrank packe. Und natürlich mein Muster von Destiny. Habe ich gestern mit der Frau Zimmi kurz geschrieben, denn die hat es auch noch nicht. Vorteil war natürlich, dass ich deswegen Infamous spielen konnte. Ja, fange ich halt heute mit Destiny an, sofern es dann auch heute kommt. Ich hoffe es zumindest sehr. Was soll ich sagen? Ich warte mal ab. Ich melde mich dann später wieder. Ja, wieso bin ich so dunkel? Was soll das? Nach einem langen Arbeitstag, ich glaube, ich habe heute Morgen gar nicht gefilmt, gestern Abend auch irgendwie nicht, weil es auch nichts zu filmen gab, denn ich habe nur, wie gesagt, letztens kurz Infamous angespielt und seitdem eigentlich die PS4 nicht mehr angehabt.
Denn ich habe auf ein Spiel gewartet. Nämlich das hier. Und ich muss sagen, es ist jetzt endlich da. Es ist mittlerweile der 11.9. Und heute Morgen ist mein Pressemuster angekommen. Ja, zwei Tage nach Release, egal, scheißegal, denn ich habe sogar in der Retail-Version bekommen, was mich sehr wundert, denn ich habe jetzt mitbekommen, dass einige nur in Anführungszeichen dieses Muster bekommen haben mit der kleinen Hülle und ich habe da irgendwie anscheinend Glück gehabt und habe das sogar als Retail-Version zugeschickt bekommen. Ja, und jetzt gerade, wie man da erkennen kann hoffentlich, wird es installiert und das Installieren wollte ich einfach nutzen, um mal ganz kurz noch ein bisschen zu quaken mit euch. Quaken? Quatschen. Oh, da wird es auch laut. Oh mein Gott. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie Destiny so wird, denn ich habe mir, wie gesagt, letztens diesen Elektrospieler-Dings mal so ein bisschen durchgelesen. Ich habe mich auch schon für eine Klasse entschieden. Ich werde da wahrscheinlich einen Titan nehmen, denn ich meine, vermutlich werde ich eh alle mal so ein bisschen durchprobieren, aber der Titan ist anscheinend das, was mich am ehesten so anspricht, denn man kann auch gut alleine mit ihm spielen, man kann wahrscheinlich mit allen Klassen, aber halt er soll halt so der sein, der am meisten aushält, am stärksten irgendwie ist, so von der Rüstung her und sowas alles. Deswegen werde ich auf jeden Fall den Titan nehmen erstmal. Zumal der Uschi einen Hunter, glaube ich, genommen hat. Ich glaube ja. Und dann wird sich das ja anbieten, da ich mit ihm bestimmt mal ein bisschen zusammenspielen werde. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch online sind. Die Lee ist, glaube ich, noch online. Die Frau Zimmi ist, glaube ich, auch noch online. Die spielt auch. Und ich werde mal sehen, je nachdem, wie flott ich jetzt hier vorwärts komme, vielleicht kann ich ja noch bei denen dazustoßen. Wobei wir mittlerweile schon wieder 20 nach 11 haben und die mit Sicherheit gleich, sobald das hier irgendwann mal installiert ist, sind bei 25%, 26%, sind die mit Sicherheit schon wieder im Bett, beziehungsweise die Frau Zimmi ist wahrscheinlich schon weg. Lee, weiß ich nicht, der kommt davon, was er für eine Schicht hat. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf Destiny, denn ich habe auch gelesen, sie haben auch so ähnlich wie das bei WoW damals halt war, so einen 10-Jahres-Plan, dass sie, oh, das sieht aber cool aus. Was ist das für ein fieses Ding? Ja, dass sie halt so einen 10-Jahres-Plan haben, dass sie 10 Jahre das Spiel am Leben erhalten wollen, mehr oder weniger. Das heißt, immer neue Erweiterungen bringen und keine Ahnung, vielleicht, ich weiß nicht, wie es abläuft. Ich habe noch keinen Plan. Ich habe, wie gesagt, nur so ein bisschen im Elektrospieler gelesen, sonst weiß ich gar nicht, um was es hier überhaupt groß geht. Ich weiß, dass es ein bisschen MMO sein soll, ein bisschen Shooter, ein bisschen Rollenspiel. Ich bin selber gespannt auf dieses Ding und ich würde sagen, ich lasse es jetzt mal in Ruhe installieren. Ich werde eine Runde spielen und euch dann später oder vielleicht morgen früh oder wann auch immer berichten, wie ich das Ding so finde. Und ich versuche dann auch zu Destiny, ich werde zu Destiny natürlich auch noch ein richtiges Video machen. Klar, ne? Weil das hier wäre ja schon krass, wenn ich jetzt da gar nichts machen würde. Ja, wie gesagt, ich zocke jetzt gleich mal eine Runde, mal sehen wie lange heute und ich werde euch berichten. Ja, die PlayStation 4 habe ich jetzt seit ungefähr einer Woche hier, seit 5 Tagen, und ich wollte jetzt mal abschließend zu meinem Einstieg in die Next Gen Generation, sagt man das so, in die Next Generation der Konsolen, wollte ich jetzt mal so ein bisschen abschließend was zu sagen zu meinem Einstieg. Erstmal vorneweg bin ich ziemlich begeistert von der Konsole, sie haben ein paar sehr coole Neuerungen reingebracht, zum Beispiel gefällt mir der Party-Abschnitt, wo man halt mit mehreren Leuten in einer Party sprechen kann, was es ja, glaube ich, auf der Xbox schon seit der 360 auch gab, dass man halt nicht mehr über das Spiel miteinander sprechen muss, sondern dass man generell eine Party hat, in der man sich mit Leuten befinden kann und jeder kann darin halt irgendwas anderes spielen und machen. Man spielt zusammen, man spielt, der eine spielt dies, der eine das und trotzdem kann man zusammen reden, ohne nebenbei noch irgendwie Skype oder Teamspeak anhaben zu müssen. Finde ich ganz praktisch, finde ich eine coole Neuerung. Ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber wurde Zeit, dass das mal eingeführt wurde. Dann generell finde ich die Benutzeroberfläche ganz gut. Was mich nur immer noch so ein bisschen stört, sind diese mega Neuigkeiten. Dieser Freund hat gerade diese Trophäe gespielt, der hat sich gerade das angesehen und bla. Das interessiert mich alles nicht. Das nimmt mir nur einfach Übersicht weg, muss ich schon ganz ehrlich so sagen. Aber gut, es ist halt drin, da wird man sich mit der Zeit auch dran gewöhnen. Jo, leistungstechnisch und von allem bin ich auf jeden Fall ziemlich geplättet. Ich hätte nicht gedacht, dass der Grafiksprung und generell der Generationssprung jetzt so groß sein wird zu PS3. Aber gerade Infamous zeigt halt schon ganz gut, oder auch jetzt Destiny zeigt ganz gut, was das Ding so grafisch und leistungstechnisch drauf hat.
Ich habe mittlerweile 3 Spiele angefangen. Ich habe ja schon ein bisschen was zu den Spielen gesagt. War halt, habe ich mit Garden Warfare, was ich nett finde. Ich finde es ganz gut. Aber ich habe es halt noch nicht mit wem zusammen spielen können. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich denke mal, dass es schon fetzt, wenn man das mit mehreren zusammen regelmäßig spielt. Dann habe ich halt Infamous Second Son habe ich angespielt. Ich habe, glaube ich, 1,5 Stunden oder so gespielt. Bin jetzt in Seattle angekommen und kann mich jetzt frei bewegen und muss halt zur nächsten Mission. Und hier ist es halt wirklich so, wow, krasser Grafik, Sprung von der alten Generation. Und lustig kann ich euch noch kurz erzählen, war auch, ich hatte hier unten immer das Problem, dass mein Fernseher so mega dunkel war. Wenn ich mit Freunden hier gespielt habe, wir haben FIFA gespielt, wir haben teilweise gar nichts erkannt, weil es halt so dunkel war und auch wenn das Spiel an sich dann auch dunkel war, wie jetzt am Anfang von Infamous zum Beispiel, ich habe da gar nichts erkannt. Und das Problem war jetzt sogar, durch den Controller, den ich ja hier jetzt auch habe, da ist ja diese Beleuchtung halt hinten dran und die war bei mir so hell, wenn mein Raum hier dunkel war, habe ich den Fernseher, ich konnte nichts mehr erkennen, weil das Ding da halt voll drauf geleuchtet hat und das Bild so dunkel war. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was das sein kann, weil das war halt früher nicht. Erst seitdem ich den Fernseher irgendwie umgebaut habe und lange ausgesteckt habe, was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, dass mein Fernseher hat einen Beleuchtungssensor drin, der halt erkennt, wie hell oder dunkel der Raum ist und dementsprechend die Helligkeit vom Bild anpasst, was aber nie wirklich volle Leistung bringt. Also zumindest bei mir hier nicht, es war immer zu dunkel. Und diesen Sensor habe ich einfach jetzt ausgeschaltet. Das war alles. Und da habe ich jetzt ewig lange für gesucht. Das war sogar so schlimm, dass ich ja schon gar keinen Bock mehr hatte, irgendwie ein Spiel zu spielen, weil ich halt nichts erkannt, nichts gesehen habe. Und merkt man auch oft in den Finch zeigt, in den Videos, dass ich wirklich mich anstrengen musste, irgendwas zu erkennen. Und das hat mich halt mega genervt. Das ist jetzt weg. Und Infamous kam direkt nochmal doppelt krass rüber. Aber es ist halt ein Spiel, ich werde es mir sicher irgendwann mal weiterspielen, allein schon, um halt ein gutes Next-Gen-Spiel zu haben oder zu spielen. Aber ist jetzt, es macht halt Bock so, aber ist auch jetzt nicht mega besonders. Dann zu guter Letzt kam halt, wie gesagt, vor ein paar Tagen Destiny raus. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Stunden gespielt. Ich habe angefangen am Anfang ganz alleine. War cool, ich war begeistert von der Inszenierung, von der Grafik, von der Atmosphäre, die geschaffen wurde. Ich fand sogar das Gameplay als Shooter, ich bin ja nicht so der Mega-Shooter-Fan, fand ich ganz gut. Und dann habe ich die erste Mission angefangen und dann kam der Lee dazu. Das habe ich euch aber auch schon erzählt. Und mit dem Lee bin ich da rumgelaufen und er wusste halt schon, wo alles ist. Und ich bin nur hinterher und hat alles für mich platt gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ach nö, irgendwie ist es gerade zu hektisch so. Dann am nächsten Abend habe ich dann kurz alleine gespielt, habe danach aber wieder mit Lee und Timmy weitergemacht. Und das war, da haben wir den Multiplayer-Modus getestet. Der halt ein Multiplayer-Modus ist, da kann ich jeden beliebigen anderen Shooter auch spielen, meiner Meinung nach. Ist nichts Besonderes, aber war halt ganz nett. Und dann habe ich mit dem Yeti-Win ganz kurz gespielt, noch so eine Dreiviertelstunde. Und das war dann schon so ein bisschen ruhiger, was ich halt besser fand. Aber ich werde es jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal alleine spielen, damit ich nochmal so wirklich reinkomme und mir das Ganze nochmal genauer angucken kann. Denn nur dadurch rushen ist halt, das kann man machen, wenn man den Endcontent erreicht hat und nur noch Sachen farmt und so, aber erstmal werde ich da ein bisschen langsamer tun. Und wie gesagt, die genaue Meinung dazu, was ich vom Spiel halte und so weiter, das kommt dann wirklich erst im fertigen Destiny-Video irgendwann. So, und jetzt kommt für mich die beste Neuerung an der Konsole, nämlich dieses Teil, der Controller. Gewöhnungsbedürftig ist noch das Pad in der Mitte, dieses Touchpad oder was es darstellen soll. Wenn ich, weil ich will immer auf Start drücken und zum Pause machen, drücke immer auf Touchpad, anstatt hier oben auf Options oder auf den Share-Button oder was auch immer. Hier hinten die Trigger finde ich sehr gut, dass hier so ein bisschen wie so ein Spoiler sind. Ja, kennt ihr ja. Das finde ich ganz gut. Die Analog-Sticks sind sehr gut, weil sie halt, ja, diese, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Dass sie halt so eine Vertiefung haben, wo man den Daumen besser reintun kann. Für mich liegt das Ding auch viel besser in der Hand als der alte, weil er halt einfach ein bisschen größer scheint. Ich hoffe, er hält jetzt auch was länger, weil viele Rezensionen bei Amazon haben geschrieben, dass halt diese Gummidinger hier schnell abgehen bei den meisten Leuten. Aber die coolste Neuerung ist für mich, was es auch eigentlich schon so in der Art beim Wii U Gamepad gibt, aber hier haben sie es halt noch erweitert, und zwar hier unten. Da kann man... das wisst ihr wahrscheinlich sowieso alle, ich erzähle euch ja nichts Neues jetzt, kann man halt ein Headset einstecken.
Und das finde ich eine sehr coole Sache. Ich habe dabei auch ein Headset bei, was eigentlich ziemlich scheiße ist. Aber gut, es ist halt ein Headset bei, so ein Stöpsel und ein Ding zum Sprechen. Und das kann man hier einstecken und kann halt im Spiel direkt mit anderen sprechen. Und man braucht es nicht mehr an die PlayStation anschließen oder über Skype oder wie auch immer. Und das kann man halt alles hier über diesen Controller machen. Das finde ich eine ganz coole Sache. Und der liegt halt super in der Hand, zumindest für mich. Oder bei mir. Und was ich blöd finde, was sie sich hätten sparen können, das können sie sich aber, das haben sie schon angefangen bei der Remote, da war ein Lautsprecher drin, ist hier auch in der Mitte. Sowas kann man sich sparen, finde ich. Also Lautsprecher in einem Controller finde ich vollkommen überflüssig, vor allen Dingen, weil der Sound, der da rauskommt, immer komisch ist. Finde ich zumindest. Jo, ansonsten habe ich noch nicht so viel getestet damit. Den Share-Button, das wollte ich jetzt irgendwann mal probieren, wie das dann abläuft. Ob ich da mich mit einem Twitch-Konto verbinden muss oder mit einem anderen Streaming-Dienst, das werde ich mal herausfinden irgendwann. Und wenn das gut klappt, denn so wie ich das jetzt gesehen habe, soll es ja relativ einfach sein, dass man halt wirklich auch labern kann dabei und sich auch filmen kann. Und das Ganze wird halt dann irgendwie gestreamt. Jo. Das werde ich vielleicht mal testen. Und wenn das gut klappt mit dem Stream über die PS4, werde ich das mit Sicherheit das ein oder andere Mal auch mal machen. So ein bisschen Livestream ist ja ganz cool. Habe ich schon nie gemacht. Zumindest nicht alleine. Jo. So viel zum Thema PlayStation 4, die ersten Tage bei mir hier. Mal gucken, was demnächst noch so alles rauskommt dafür. Ich bekomme noch FIFA 15, habe ich vorbestellt. Genauso wie The Witcher 3, was irgendwann im Februar es kommt. Und vom Killer Dani habe ich noch FIFA 14, bekomme ich dazu geschickt. Das Paket ist noch immer unterwegs irgendwie. Ja, auf jeden Fall bin ich ziemlich begeistert von dem Teil. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und ich werde weiterhin zocken. Achso, und im Übrigen, bevor jemand versucht mich zu adden oder mich fragt, ob er mich adden darf auf der PS4, ich nehme da... Das hat nichts, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, nichts mit euch zu tun, aber ich nehme dann niemanden mehr an, es sei denn, ich adde denjenigen aus irgendeinem Grund, aber mich kann man da nicht adden, ich habe das alles geblockt, weil es halt einfach zu viele Anfragen immer waren. Das ging mir immer auf den Keks. Na gut, so viel die ersten Tage mit mir und meiner PlayStation 4. Ich werde den ganzen Schissel jetzt zusammenschneiden und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, spätestens dann aber beim Destiny-Video. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oder wie sagt der Killer Dani immer? Tschö mit Ö.